Diese Dinge, um euch vom Gebet abzuhalten, vom Allahs, vom Gedenken an Allah abzuhalten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wie Allah Alkohol verboten hat. Allah hat die Menschen erschaffen und Allah weiß, was sie können und was sie nicht können. Hätte Allah direkt Alkohol verboten, hätten die Menschen richtig Probleme gehabt. Aber dieses Verbot allmählich ist von einer großen Weisheit. Jetzt geht es weiter mit Beispielen im Koran, Gleichnissen im Koran. Wenn wir im Koran Beispiele lesen, da müssen wir hellhörig sein. Die Beispiele sind sehr, sehr wichtig im Koran. Ich nehme jetzt ein Beispiel für die Beispiele. Das ist die Sure Al-Tahrim, 66, Vers Nummer 10. Allah sagt im Koran, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Beispiel. Also Allah gibt uns ein Beispiel und dieses Beispiel für die Ungläubigen. Die Frau von Nuh a.s., Prophet Gottes, und die Frau von Lut, Prophet Gottes, sie waren beide ungläubig. Und Allah sagt im Koran, es wird ihnen nichts nutzen und sie werden in die Hölle eingehen. Sie werden ins Höllenfeuer geschmissen werden am jüngsten Tag. Das ist ein Beispiel für die Ungläubigen. Und damit hat Allah die Erbsünde vernichtet. Das ist die Vernichtung für die Erbsünde von den Christen in einem Vers. Das heißt, jeder haftet für seine eigene Sünde. Und auch wenn dein Mann ein Prophet ist, das hilft dir nicht. Allah hat dir freien Willen gegeben und du musst die Richtleitung Allahs folgen und Befehle Allahs folgen. Egal wer du bist, ob du Minister oder Präsident, ob du der Sohn von dem König bist oder die Frau von dem König bist oder die Frau eines der reichsten Menschen auf dieser Erde, das wird dir alles nichts nutzen, wenn du Allahs Befehle nicht folgst. Und die Propheten sind die besten Geschöpfe des allmächtigen Gottes. Und das ist ein Beispiel für die Ungläubigen. Jetzt gibt es ein Beispiel für die Gläubigen. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زين جميس بزيت. Und Allah legt denen die Glauben. Das ist jetzt ein Beispiel für die Gläubigen. Das Beispiel von Pharaos Frau vor, als sie sagte, mein Herr, o Allah, baue mir ein Haus bei dir im Paradies. Wir wissen, Pharao war der größte Tyrann dieser Erde. Der hat sich selber als Gott ernannt. Seine Frau war gläubig. Sie geht ins Paradies und der wird die schlimmste Strafe am jüngsten Tag bekommen, sagt Allah im Koran. Die härteste Strafe, die je ein Mensch bekommt am jüngsten Tag, ist Pharao. Und Allah hat Pharao und seine Soldaten komplett vernichtet. Das bedeutet, wenn du einen Tyrann folgst, ohne zu denken,
du haftest auch für diese Sünde mit. Allah hat Pharao und seinen Soldaten komplett vernichtet. Und am jüngsten Tag bekommt Pharao die größte Strafe überhaupt, die schmerzhafteste Strafe überhaupt für alle Ewigkeit. Seine Frau war gläubig. Und sie bat Allah, dass Allah ihr ein Haus im Paradies baut. Das ist jetzt für uns ein Beispiel. Wenn du siehst, dass dein Vater ungläubig ist, Alkohol trinkt und den Islam nicht richtig praktiziert, dann musst du selber den Islam praktizieren. Das zeigt uns die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes. Jeder haftet für seine eigene Sünde. Keiner wird am jüngsten Tag den anderen retten können. Und es wird keine Fürsprache am jüngsten Tag geben für Menschen ohne Allahs Erlaubnis. Okay, wie soll man jetzt den Koran lesen? Ganz einfach. Wir machen A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man muss vorher sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Weil sobald du den Koran öffnest, ist der Satan da, dein Feind. Er will nicht, dass du den Koran liest. Und das ist ein Befehl von Allah. Allah sagt im Koran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Wenn du den Koran liest, suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Okay. Dann öffnen wir. Ich fange jetzt mit der ersten Sura an. Oder nehmen wir die zweite Sura. Die erste Sura ist ein Dialog mit Allah für die Gläubigen. Jetzt nehmen wir die zweite Sura, die Kuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif Lam Mim. Was bedeutet Alif Lam Mim? Das sind drei arabische Buchstaben. Ist das ein Code im Koran? Das wissen wir nicht. Dadurch sind viele Menschen in die Irre gegangen. Sie haben angefangen zu fantasieren und sie wollten unbedingt wissen, was das für ein Code ist. Einige Gelehrten sagen, Allah will die Araber zeigen, das ist eure Sprache. Versucht mal, einen vergleichbaren Koran zu schreiben. Und wir wissen, dass die arabische Sprache die mächtigste, die schönste, die beste, die perfekteste Sprache dieser Erde ist. Und als die Araber den Koran gelesen haben, die meisten haben sofort an den Koran geglaubt. Weil das für einen Araber, der die arabische Sprache mächtig ist, eine Gewalt an Formulierung. Diese Formulierung kann nur von dem allmächtigen Gott stammen, nicht von einem Mensch. Okay, dann geht's weiter. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ich lese jetzt die Übersetzung. Dieses Buch, also der Koran, an dem es keine Zweifel gibt. Also, an dem Koran gibt es keinen Zweifel. Wo gibt es ein Buch auf dieser Erde, wo der Verfasser schreibt, es gibt keinen Zweifel, dass dieses Buch fehlerfrei ist? Nirgendwo. Alle Bücher auf dieser Erde sind fehlerhaft. An dem Buch gibt es keinen Zweifel. Ist eine Richtleitung. Dieses Buch ist eine Richtleitung. Für wen? So muss man sich fragen. Dieses Buch ist eine Richtleitung. Für wen? Jetzt kommt die Antwort. Für die Gottesfürchtigen. Das bedeutet, dieses Buch ist eine Richtleitung, Einbahnstraße zum Paradies. Für wen? Für die Gottesfürchtigen. Nicht für die Ungläubigen, für die Gottesfürchtigen.